Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und einer weiteren Folge von Soma. Wir gucken mal noch hier alle Räume und wird alles verschlingen. Niemand wird hier irgendwas verschlingen. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Waren wir jetzt überall gewesen? Nein, hier ist noch ein Raum. Storage. Storage ist immer Mist. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ja. Bin ja dabei. Ich bin ja dabei, Kollege. Ganz ruhig. Infirmary. Hive Room. Und da sind wir gekommen. Den lassen wir mal schön zu. Was ist hier noch? Dispatch. Okay, zumindest mal was zum Lesen. Kleinere Strukturschäden, Funkverbindung verloren, Kommunikation wiederhergestellt. Omikron und der Rest von Pathos 2 sind in Ordnung. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Luma-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich, bis der Link funktioniert. Kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. Besuch von SSI, Volcek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems zweiwöchentlicher Kontrollen bis zur hundertprozentigen Wiederherstellung der Kommunikation. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omikron auf. Sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. We're fucked. Okay. Übertragung. Ah, okay. Alles offline. Ah. Okay. Irgendwie scheint dieser Typ hier Stress zu machen. Krankenstation unbesetzt, aufgeschlossen. Ausgang zur Weltraumkanone, Kabine A verschlossen. Fehlt uns irgendwie ein Code von Ross. Okay, aber wir haben hier irgendwie die Krankenstation jetzt aufgemacht. Viehstatus, Tunnelöffnung instabil, Viehbereich, Startplatz okay. Da ist alles okay. Das bedeutet hier. Da ist alles okay. Wir können also noch uns in den Weltraum schießen. Okay, wir haben jetzt irgendwas aufgeschlossen. Krankenstation. Müsste doch hier oben sein. Da war doch noch jemand gewesen. Wollte bloß nicht mit Robotern sprechen, aber wir sind kein Roboter. Hallo, ein Mensch. You're different. Can I help you with anything? Oh Mann, richtig gesund sieht die auch nicht mehr aus. Ziemlich fertig. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? Yeah. I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The power plant at Upsilon. The ruins of Lambda. The abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And, I'm the only living person you've met? You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I still can't believe I'm the last one.
That's crazy. Please don't leave me like this. Das ist die Arche? Krass. My guest. I got no secrets worth keeping. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. I'm glad you came by. I had to get this over with. Wo 768, Freunde, das merken wir uns mal. Vielleicht können wir es da unten aufheben, die Verriegelung. Okay. Bisschen verstörend. Notfallrationen. Wenn Sie genau prüfen, welche herkömmlichen Chemikalien und Mischverbindungen sich in Pathos 2 finden lassen, sollten Sie damit Notfallsituationen überbrücken können. Eine Anleitung, um bewusstlose oder komatöse Kollegen mit Infusion am Leben zu erhalten. Catherine Chan, letzter Zugriff. Methoden zur Platzschaffung für zusätzliche Nutzlast, nachdem die Geschosshülse gebaut wurde und Delta verlassen hat. Okay. Are you serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Okay, es ist Ihr Wunsch. Would you stay with me, please? Na klar, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Please, just stay. What a crazy thing this was. Life. I still want to have to turn 30. Oh Mann, sie ist noch keine 30. Sieht man dir nicht an. Sorry. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanok is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? Yeah, I've been there. Don't let him die, okay? Send them out there to the stars. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Okay. Das war's. Der letzte lebende Mensch auf der Erde. No way I can climb a ladder while carrying the Ark like this. Naja, und du? Wie kommen wir dann hier wieder weg? Sie verarschen oder was? Ah, wir hätten uns aufs Bett setzen können. Hm. Can't climb and carry the ark. Dann springst du eben, Kollege. So, jetzt gucken wir nochmal. 2768. Zack. Zack.
Richtig. Okay. Ist es jetzt auf, oder was? Ah, okay. Nochmal okay drücken, Junge. So. Dann gehen wir da nochmal in den letzten Raum. Von, Mr. Joan Ross. Ah, nee. Joan ist bestimmt eine Frau. Ist hier noch irgendwas, was noch mehr ein bisschen Freude bringt in die ganze Ernüchterung? Nicht wirklich. Kleines Pad. Tagebuch. Ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Täterleuten angeordnete Evakuierung war ein Segen, eine Ausrede, Alpha zu verlassen und der Wau den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der Wau bereitgestellte Monster über uns herein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten uns in Richtung von Tau zurückziehen. Gleiser, Kowski, Götzi und ich überlebten. Eau Claire ist in der Krankenstation. Aber es sieht nicht gut aus. Nein, sieht es nicht. Kotzi rannte los, um in der Beobachtungsstation Kotzi nach Essbarem zu suchen. Kotzi sucht nach Essbarem. Nach draußen zu gehen ist mehr als nur gefährlich. Eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hatte ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gab. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben, zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. Leute vom Plateau sind gekommen. Es handelte sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Theta, die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum schießen wollen, dass sie die Arche nennen. Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Gehirnscans vom Pathos 2-Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie liebenswert. Wir ließen uns alle scannen, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. Einige der Ingenieure kehrten von Vieh zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen, bis auf eine äußerst wichtige Tatsache. Sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Arche-Sache auf den Grund zu gehen, aber sie hatten schon die Abholung per Aufzugsplattform für den nächsten Tag eingeplant. Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugsplattform fahren müssen, um Omikron vor den Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren Glasser und ich in der Lage, die Mission zu übernehmen. Endlich werde ich Dahl und Sarang vor der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können. The pattern has stopped evolving. The WoW has managed to find balance. I convinced SSE Volchek to turn off all external control systems, making the WoW our de facto caretaker. So far, it's exceeding expectations. Since the comet crashed a few days ago, January 12th, the WoW has dropped to a low energy state. It hasn't abandoned its duties. It's keeping climate and life support going, but it's been simplifying the pattern, redefining its protocol. The WoW has started to grow physically. It's not just the core chamber. All around Pathos 2, structure gel is bursting through the pipes and bleeding through walls. I don't know what WoW could possibly stand to gain from this, but I assume it is intentional. The heart of WoW has claimed such a large part of the core chamber that there can no longer be any question to its heightened awareness. Not only does its expansion suggest an unexpected understanding of space, but also its own physical manifestation within the world. The WoW is reaching out to every machine, every life form, to manipulate, to control. It's trying to help save its creators from all this, just like the protocol demands. But really, what is good enough? Where is the line drawn for what is human and what is not? Would walking corpses do? Would a group of machines thinking they're human be acceptable? We can't trust a machine to know, to understand what it means to be. We have to terminate the WoW project. It can be done. I just need to get some help from Omikron. Nichts auf. Tja, was nun? Sprach Zeus. Kann man
wir uns nicht angucken. Unglaublich. Eine Zeichnung, die wir uns nicht angucken können. Müssen wir jetzt wieder in den Diving Room raus? Das wäre krass, aber es scheint so. Habe ich eigentlich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Wir müssen irgendwie jetzt da zu viel kommen. Lass uns doch nochmal auf den Rechner kurz gucken. Auf die Map? Nutzt mir Orientierungsnoob auch nix, aber wir machen es trotzdem mal. Okay, das ist der große Raum. Was ist das eigentlich? Zentrale. Ausgang zu... Ortenseite. Wir sind hier. Kabine A, Kabine B. Hier müssen wir irgendwie rauskommen. Oder nicht? Oh, eine Leiter. Und zwar gegenüber von Joan Ross. Müssen wir rein. Und zwar neben dem Krankenstationseingang. Das ist der Dive Room. Ja. Das ist der Eingang zur Infirmary. Wir müssen hier irgendwie raus. Hier raus. Ich guck's mir nochmal an, Freunde. Ah, fuck. Ja, raus und dann da lang. Was soll's? Auf geht's. Was soll uns schon passieren? Es ist Soma. Hier passiert nichts, was wir nicht wollen. Not while carrying the Ark. Na toll. Okay, das klingt nicht gut. Okay. Hier läuft doch schon wieder irgendjemand rum. Ach so. Hehe, wir hätten mit dem Ding... ja. Gut, wir hätten das Ganze mit dem Lift transportieren können. Gut zu wissen. Aber jetzt sind wir ja hier. Und schauen mal, dass wir hier wegkommen. Etwa. Na toll. Da stellen die uns hier so einen schönen Lift zur Verfügung. Damit konnte auch keiner rechnen. So. Okay. Warte auf Fracht. Ist da. Fracht ist da. Fracht angebracht. Okay. Konfigurationsfehler. Omnitool. Zugriff gewährt. Okay, jetzt müssen wir irgendwie die Fehlfunktion des Flutmechanismus. Okay. Wie können wir das jetzt reparieren? Druckausgleich unmöglich. Wie soll man das machen? Vielleicht, wenn wir hier... Geht nicht. Ach, Mist. Druckausgleich unmöglich. Was können wir, wie soll man denn den Druckausgleich hier verändern? Ach du Scheiße. Kathy! Hilf mir! Oh, hier. Okay. Okay, wir müssen hier irgendwelche Rohre zerstören. Hier ist noch eins. Jawohl. Okay, ich glaube, das könnte funktionieren.
Das könnte reichen. Oh Mann, mir ist schwindelig. Ja, es steigt, es steigt. Steigt es noch weiter? Noch ein Rohr, was nicht nied- und nagelfest ist. Es steigt. Oder? Ja, ich glaube, das sollte funktionieren. Ja, reicht noch nicht ganz. Nee. Das reicht noch nicht. Wir können uns auch nicht ducken irgendwie. Die Tür geht auch nicht auf. Doch, es steigt doch, oder? Nur langsam, ganz langsam. Innen, außen. Es verändert sich gar nichts. Mist. Kann ich hier noch irgendwo irgendwas verändern? Dass wir das mit dem Druckausgleich hinkriegen. Hat die Tür auflassen müssen? Nein. Nein, das war schon eine gute Idee, die zu schließen. Ah, hier ist noch ein Rohr. Okay. What the fuck? Okay, Freunde. Da ist sie. Die Arche. Die Rettung der Menschheit. Das, was von der Menschheit übrig geblieben ist. Wir müssen sie abschießen. In den Weltraum. Da sollte genug Strom sein. Die Simulation sollte dann laufen. Und die Leute, ja, haben dann zumindest eine Existenz. Das ist es doch, worauf es hier noch ankommt. Kein Wow-Monster in Sicht. Aber was war dieser... Was war dieses Viech? War das die Wow? Ist vielleicht die Wow hier auch mit drin? Und möchte einfach mit überleben? Ach, komm schon. Komm schon. Schon schneller. Wir dürfen die Arche nicht verlieren. Aus dem Blick verlieren. Die Rettung der Menschheit. Wir müssen sie begleiten. Wie kommen wir eigentlich an Bord? Wie können wir uns da noch reintransferieren? Und werden wir nochmal mit Cathy sprechen können? Oh, fuck. Los. Nein. Nein. Hey, kann nicht ohne uns. Wir müssen sie doch abschießen. Komm schon. Oh, Backe. Geht's nicht weiter. Oh. Wir sind so nah dran, schnell. Ja, versuche ich ja, Witzbold. Aber wo? Ah, hier? Durch das Loch? Okay, wir versuchen es einfach mal. Wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran. Wenn das die Wow ist. Wieso hat sie so ein großes Interesse daran, dass wir das Ganze hier zu Ende führen? Ich weiß es nicht, Freunde. Wir finden es heraus. In der nächsten, vielleicht der letzten Folge. Bis dahin. Ciao, tschüss. Dein Lumi.